Hallo und willkommen zu Path of Exile, dem neuen Action-RPG Stern am Himmel des Diablo-Firmaments, kann man schon fast sagen, weil dieses Spiel bedient auch eher den klassischen Diablo-Fan und nicht so den von Diablo 3. Neben mir steht Sebastian, unser neuer Praktikant, der hat ein bisschen reingeschaut in dieses Free-to-Play-Game. Und was sehen wir hier gerade genau? Ja, hier kann man meine Hexe sehen, wie sie gerade, am Anfang von Akt 2 herumläuft und lustig auf böse Affen einschlägt. Akt 2 ist schon der bessere Teil des Spiels. Ich habe gehört, Akt 1 soll doch ein bisschen dunkel und langweilig sein. Ja, Akt 1 ist eben sehr stark in der Grau- und Braunpalette vertreten. Akt 2 hat halt mehr diesen Dschungelflair, der etwas mehr Abwechslung bietet. Aber wir sind ein wenig gesprungen, und zwar in der Zeit. Wir sind hier nochmal zur Charakterauswahl zurückgekehrt. Wie viele Figuren gibt es denn insgesamt? Also am Start vom Spiel gibt es 6 Charakterklassen, die sich jeweils auf die Hauptattribute verteilen und eben Mischattribute. Allerdings sollte man beachten, dass es sich dabei wirklich nur um Startklassen handelt, da man in dem Spiel eigentlich skillen kann, wie man will. Also man kann auch mit der Hexe im Nahkampf rumrennen, wer das möchte. Ist alles möglich. Das heißt, ich kann jetzt so als Templer beginnen und mich dann Richtung Hexe entwickeln, aber so eine vollwertige Hexe werde ich dadurch, oder Hexer werde ich dadurch wohl nicht? Also man kann dieselben Skills wie die Hexe benutzen, nur ist man beispielsweise, kann man eben stärker in Nahkampf sich noch skillen, dass man mehr aushält und so weiter und so fort. Wir werden ja gleich auch noch den wahnsinnig abgefahrenen, gigantisch großen Talentbaum sehen, aber schon mal eine Frage vorab. Kann man prinzipiell alle Skills oder alle Talente lernen? Also reicht das von 11-Stufen her oder ist man da begrenzt? Also man ist begrenzt, weil man kann bei weitem nicht alle lernen. Es gibt über 1300 passive Skills, die man erlernen könnte. Da ist eben sehr, sehr viel Raum zum Experimentieren dabei. Und, aber eben nicht alles. Man kann also nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Nein, das definitiv nicht. Gut, das sah auch gerade schon ganz klar nach Diablo aus, mit dem ganzen Loot, der da explodiert ist. Kommen wir zu einer Story-Quest, und die werden ja oben so etwas mau in diesem Textrahmen erzählt. Ja, die komplette Hintergrundgeschichte wird eben, wie damals auch zu Diablo 1 und 2 Zeiten, hauptsächlich in Dialogen erzählt, die wiederum allerdings sehr gut vertont sind, wie ich finde. Also das heißt, es gibt richtig schöne Voice-Over sozusagen und nicht nur diese Textrahmen. Ja, ganz genau so. Es gibt sehr gutes Voice-Over. Es ist eben, wie gesagt, sehr gut vertont. Es macht Spaß, den NPCs zuzuhören. Nur sind die Erzählungen selbst recht belanglos. Das heißt eigentlich, ja, viel Lärm um nichts. Auch die Geschichte an sich, gibt es da eine interessante Wendung? Oder ist es einfach so, ja, es gibt eine Bedrohung für die Welt und schaffe diese ab? Nicht mal das im Moment. Es ist eigentlich mehr so, ja, du bist jetzt auf diese Insel verbannt und schau mal, wie du da zurechtkommst. Na gut, wir sehen hier das Inventar, da hast du ja schon ein bisschen rumgeklickt. Da konnte man auch gerade Items sockeln, also ganz klassisch Diablo 2 Manier. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Ja, die Items sockeln, das ist hier ein bisschen besonders, das System. Man sockelt die Items quasi mit den Skills, die man benutzt. Also es ist nicht wie klassisch im Diablo, dass man einen Skilltree skillt, um eben die neuen Zauber zu lernen, sondern man findet diese, wie Gems beispielsweise, und sockelt dann eben die Items jeweils, dass man die Skills ausgerüstet hat. Ah, das heißt also, man bekommt keine Attributsvorteile oder sowas über die Gems, sondern tatsächlich aktive Fähigkeiten oder auch passive natürlich. Ganz genau, und es gibt eben auch Support-Gems, die die anderen Gems verstärken, wenn sie verknüpft sind, also das ist ziemlich komplex, das ganze System. Und hier haben wir jetzt einen Bosskampf gesehen, wo du eine, was auch immer, irgendwie Hexerin oder sowas erledigt hast. Ja, das war, glaube ich, so eine Art Meerjungfrau oder Sirene, genau. Eine Sirene war das. Kommen solche Kämpfe denn besonders häufig vor oder ist das dann doch wirklich hauptsächlich nur irgendwelche belanglosen Mobs-Schlachten? Also das war jetzt einer der großen Kämpfe. Die gibt es ab und an. Also im ersten Akt gibt es, glaube ich, 2 oder 3 davon, aber auch ansonsten gibt es immer mal wieder besondere Quest-Gegner, die dann etwas mehr aushalten und auch etwas stärker austeilen. Aber so im Allgemeinen, ja, gibt es eben doch um einiges mehr Trash-Gegner, die sich relativ flott in die Knie zwingen lassen. Und das ist jetzt der alte weise Mann, der dir ein bisschen mehr über die Hintergrundgeschichte und die Spielwelt erzählt. Wie ist denn, eher dunkel oder doch so High-Fantasy-mäßig? Ja, also sie ist sehr düster gehalten, die ganze Hintergrundgeschichte und die Landschaft. Mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Es ist mit Diablo vergleichbar, würde ich sagen.
Kommen wir jetzt zum Talentbaum sozusagen, der Perle im Spiel. Die sieht unglaublich komplex aus, also mich überfordert das schon fast. Was haben denn all diese ganzen Kreise und Ansammlungen zu bedeuten? Also es ist so, dass man sich für verschiedene Pfade entscheiden kann und man immer wieder auf Kreuzungen stoßen wird, wo man sich entscheiden kann zwischen beispielsweise eher einem Mana-betonteren Spielstil oder eben mehr auf Intelligenzattribute zu skillen. Und den Ausgangspunkt habe ich rechts unten gesehen, da war irgendwie so ein grünes, blaues und ein rotes Feld. Was hat das zu bedeuten? Das sind die jeweiligen Attribute, also Geschicklichkeit, Intelligenz und Stärke, die mein Charakter besitzt. Die kann man aber nicht direkt skillen, sondern halt nur dann nachher oder später über die anderen Talente, die man sozusagen dann nimmt. Ganz genau, man kann sich eben so vertiefen über die passiven Skill-Boni. Und da waren jetzt zwei Abzweigungen von meinem Hauptcharakter aus sozusagen. Wenn ich links oder rechts rumgehe, hat es dann einen direkten Effekt, dass es sich dann unterscheidet von der Spielweise her? Also zu Beginn eher weniger. Links ist mehr so der Attributspfad, rechts ist mehr so mana-lastiger Pfad. Später wird es dann aber sehr individuell. Also es ist eher später entscheidend, wofür man am Anfang sich entscheidet. Sehr schön. Also das klingt unglaublich spannend, weil ich glaube, danach lechzen dann doch viele Spieler, nachdem sie in vielen anderen Action-RPGs dann doch auf eine Mindestauswahl sozusagen reduziert wurden. Ihr solltet auf jeden Fall mal reinschauen, denn Path of Exile ist Free-to-Play, das heißt, die Einstiegshürde ist sehr, sehr gering. Und gerade die Fans der ersten beiden Diablo-Teile werden sich hier ja fast wie zu Hause fühlen. Einzig, wir haben schon gesagt, den ersten Akt muss man ja ein bisschen überstehen, weil der ist ein bisschen dunkel, langweilig, aber danach wird es spannend.